Guten Morgen von meiner Seite nochmal. Liebe Anwesende, die heutige Gedenkfeier soll uns an den Mut der Kämpfer der 60er Jahre, an die Opfer ihrer Familien und an den Auftragsmord durch den italienischen Staat erinnern. Und die heute hier wehende katalanische Fahne soll uns daran erinnern, dass es in Europa noch immer politische Häftlinge gibt, deren sogenanntes Vergehen nur der Einsatz für die Freiheit ihres Landes ist. Was aber waren die Beweggründe, warum Familienväter zur Verteidigung Tirols bereit waren? Sie mussten handeln, als Rom die faschistische Entnationalisierungspolitik nach dem Krieg gezielt weiterführte. 1953 spricht Kanonikus Gamper bereits von einem Todesmarsch der Südtiroler. Die einheimische Jugend findet keine Arbeit. Die Einwanderung aus Italien wird weiter gefördert. Alles Tirolerische wird mit faschistischen Gesetzen geahndet. Im römischen Parlament wird am 27. April 1961 ein Ausbürgerungsgesetz beschlossen mit dem Ziel, etwa 10.000 missliebige Südtiroler aus ihrer Heimat zu vertreiben. Bevor es durch die Kammer zum Gesetz wurde, handelten die Südtiroler. Diese mutigen Männer und Frauen verdankt Südtirol bzw. ganz Tirol, dass es ein Tirolbewusstsein überhaupt noch gibt. Sie haben für ihren Einsatz Freiheit, Familie, Besitz und sogar ihr Leben eingesetzt. Stellvertretend für sie alle seien hier Franz Höfler, Sepp Kerschbaumer, Toni Gostner, Jörg Klotz, Kurt Welzer und Luis Amplatz genannt. Ein besonders tragisches Ende nahm das Leben von Luis Amplatz. Vor 55 Jahren, am 7. September 1964, wurde er in dieser Almhütte feige im Schlaf erschossen. Auch Luis Amplatz hatte wie Andreas Hofer seinen Raffel gefunden. Im gleichen Tal, nur auf der gegenüberliegenden Bergseite, wurde auf Hofer auf der Pfandleralm Opfer eines Verräters. Ebenfalls belohnt durch schmutziges Besatzergeld. Das Verbrechen, das hier im Auftrag eines Staates, das sich selbst als demokratisch bezeichnet, ist Geschichte. Und doch berührt uns die feige Art, mit der Rom zwei Freiheitskämpfer ausschalten wollte, immer noch. Und nicht nur uns. Vor einigen Wochen besuchte eine gebürtige Katalanin, die in Venetien lebt, die Ausstellung Was Opfer für die Freiheit in Bozen. Angetan von den Objekten und Erklärungen bat sie den ehemaligen politischen Häftling und Schützen Meinrad Berger, der sie durch die Ausstellung geführt hatte, ihr das Peter-Meyer-Denkmal bei der Pfarrkirche, die Gedenktafel im Friedhof von St. Pauls sowie auch einige faschistische Relikte zu zeigen. Als katalanische Patriotin verfolgt sie alle Unabhängigkeitsbestrebungen in Europa. Und sie sieht es als ihre Pflicht, für ihr Land einzustehen und den katalanischen politischen Häftlingen mit Briefen Mut zu machen, sowie das Streben nach Freiheit zu verteidigen. Ein Recht, das ihrer Meinung nach allen Völkern, den Venetern, den Katalanen, den Korsen, den Schotten und natürlich auch den Südtirolern zusteht. Beim Abschied sagte Meinrad Berger zu ihr, sie sollen uns Südtiroler nicht vergessen, so wie wir die Katalanen nicht vergessen werden. Die gewonnenen Eindrücke in Südtirol veranlassten die Katalanin, diese und die Abschiedsworte von Meinrad, den eingekerkerten katalanischen Politiker und Freiheitskämpfer Jordi Turull in einem Brief mitzuteilen. Jordi Turull wäre im März 2018 zum Regionalpräsidenten des katalanischen Parlaments gewählt worden, wenn ihn die spanische Zentralregierung nicht einen Tag vorher noch schnell verhaftet hätte. Da bei der Debatte zur Wahl damit nicht präsent, konnte er nach spanischen, mit aus der Franco-Zeit bestehenden Gesetzen nicht ernannt werden. Heute ist er seit 659 Tagen in Untersuchungshaft. Die spanische Staatsanwaltschaft hat ihn und weitere Volksvertreter des Aufruhrs angeklagt und fordert für ihn 16 Jahre Gefängnis. Ein Urteil steht zurzeit noch aus. Aus dem Gefängnis antwortete ihr und uns der politische Häftling Jordi Turull. Wir lassen niemals irgendeine politische oder soziale Bewegung allein, noch vergessen wir sie, die in friedlicher und demokratischer Weise die Freiheit und volle Regierungsgewalt über ihr Land erreichen will. Niemals. Und darum möchte ich auch euch ersuchen, liebe Anwesende. Vergessen wir niemals die damaligen Opfer der Freiheitskämpfe um Sepp Kerschbaum und Luis Amplatz.
und ihren Einsatz für die Freiheit. Setzen wir uns aber auch für jene Menschen ein, die in anderen Staaten wegen ihres Einsatzes für die Freiheit heute eingekerkert sind. Zeigen wir ihnen unsere Verbundenheit und unsere Solidarität. Denn unsere größten Verbündeten sind all jene Völker in Europa, die sich auch nach der Freiheit sehnen. Nur im Verbund mit ihnen können wir es schaffen, selbst wieder frei zu werden. Und ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um jenen zu danken, die in Verbundenheit mit dem Freiheitskampf das würdige und trotzdem schlichte Marterle oberhalb von Sotaus errichtet haben und es seitdem pflegen. Der Schützenkompanie St. Martin ein Dankeschön für die Ausrichtung der gemeinsamen Gedenkfeier alle 5 Jahre. Und zum Schluss möchte ich alle Anwesenden dazu einladen, sich die Ausstellung Was Opfer für die Freiheit in der Laubengasse 9 in Bozen anzuschauen. Sie gibt Einblick in jene Zeit, in der unsere Freiheitskämpfer durch die italienische Politik dazu gezwungen wurden, Widerstand zu leisten. Dankeschön.